Und go, go, go. Irgendwas mit Kupfer 3 los. Also wahrscheinlich wird es einfach leer sein. Das geht ja doch recht flott heutzutage. Zu Q kommt. Aber gerade Kupfer haben wir, ich glaube, 140.000 Kupfererz oder so vorrätig. Also das geht schon. Da wäre ein schön lohnendes Feld. Muss ich mal gucken. Also ja, hier auch, aber das ist schnell leer gelutscht. Kohlefeld werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch wieder brauchen. Wegen dem Plastik. Schauen, wie sich das so hält. Ja. Ah, da ist noch ein klein bisschen was. Aber nicht viel, das stimmt wohl. So, bitte. Nehme er einen 5er Drill. Setze ihn dahin. Zack. Hält aber auch nicht lange. So, du hast alle tollen Sachen rausgeholt. Das heißt, die Kiste schnetzle ich gleich. Damit. Das ist wirklich alles useless, richtig? Oh, hallo Zug. Useless, okay. Weg. Und Mauer angetischt, aber ist nicht schlimm. Ja, also die useless Sachen sind weg. Die Edelsteine hier werden auch abgebaut. Das restliche an Kupfer, was aber nur 13.000, wird auch abgebaut. Und danach ist der Außenposten leer. Das ging ziemlich schnell. Oh, ein Angriff. Oh, ihr macht das schon. Wenn ich hier einen Drill raufsetzen würde. 100.000. 104.000. Also 120.000 müssten hier drin sein. Ja. Zerstörung Basis da oben. Gegen Artefakte. Ja. Ja, können wir machen. Wobei es für 104.000 fast nicht lohnt. Es wurde vorgeschlagen, dass ich in der nächsten Staffel doch die Ressourcen zwar hochsetzen könnte, also dass die Felder größer sind und mehr drin haben, aber dafür seltener. Das müsste ungefähr aufs Gleiche bei rauskommen, aber ich müsste halt nicht so oft die Location wechseln, weil es ja doch einfach nur recht monotone Arbeit ist, die nicht unbedingt so interessant ist. Muss ich mir überlegen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr so dazu denkt. Es gibt auch einen Mod, der dafür sorgt, dass am Anfang die Ressourcen in der Nähe sehr begrenzt sind. Aber je weiter weg man von der Basis kommt, desto höher ist halt die Ausbeute bei den Ressourcen. Das heißt, man muss theoretisch dann später sehr weit entlegene Außenposten haben, um alles versorgen zu können. Das klingt echt interessant. Frage ist halt nur, ob ich den Anfang überlebe. Weil das war schon auf Normalressourcen nicht ganz so wirklich, ne? Toll alles. Das heißt, ich nehme jetzt einfach Schienen, setze sie nach da oben und mache dann eine Mini-Basis hin fürs Erste. Hm? Ja, warum nicht? Wollen wir das Eisen ja auch noch mitnehmen? 72.000, 100.000. Was sind 200.000 Eisen? Könnte man kurz machen, ja. Ja, kurz ist gut. Ich musste wieder alles aufbauen. Wobei, wie lange brauchst du einen 5er Drill, um das ganze Feld leer zu saugen? Das Kupfer hier ist auch bald weg, ne? Ja, 4.000. Ja, sollte ich. Mist. Nächster Außenposten. Ja, und genau deswegen kam halt der Vorschlag, dass man doch vielleicht mehr Ressourcen, dafür seltene Ressourcen machen sollte. Also nimm dich. Und jetzt haben wir kurzfristig auf beiden Seiten Eisen. Das heißt, du hältst bitte, sagen wir mal, da. Dann bauen wir noch ein paar davon, ziehen das einfach rüber. Von hier irgendwo. Oh.
da so hin. Ja, ein Sechser wäre jetzt toll. Ne, wäre es nicht, das dauert zu lange. Dahin. Schmeiß einfach ein paar Türme auf den Boden. So. Bräuchte ich übrigens nochmal mehr von. Bau mal 6 Stück davon. Und ich lasse, glaube ich, die Mauern langsam weg. Weil die kommen gar nicht an die Mauern ran. So schnell werden die inzwischen schon niedergemäht. Und wenn das Laser Turret Damage Upgrade da durch ist, dann noch eher. Trotzdem werde ich den Drill nicht setzen, bevor da nicht noch mehr Türme sind. So, du bist fertig. Können wir dich jetzt rausnehmen? Dich. Gutes Zeug ist raus, gutes Zeug ist raus. Dich zerstören. Ja, und das hier zerlegen lassen. Bitte alle Mauern weg. Mauern weg. Bitte die ganzen Ärmchen und Kisten weg. Und die Türme nehme ich schon mal so mit, um sie bei der anderen Basis aufzustellen. Und wenn ich da jetzt alle Türme auf einen Punkt setze, dann wird da kein Gegner rankommen. Die nehme ich auch mit. Zip. Macht mal, Jungs, ist okay. Wie viel sind's? Genau. Das ist unwahrscheinlich, dass da ein Gegner lebend ankommt. So, du bist jetzt Eisen 4. Und wenn der Zug das nächste Mal ankommt, sagen wir einfach, er soll. Splatter. Er soll einfach hier entfahren. Das B- und Entladen ist dann wieder ein bisschen mehr, aber was soll's. So, ihr seid durch. Her damit, weg damit, mit damit. Man merkt fast gar nicht, dass wir da waren. Naja, fast. Eine Dunstmauer. Ja, man merkt es eher an den ganzen fehlenden Ressourcen und Leichen, die verstreut in der Gegend rumliegen. Achso, der Zug kommt jetzt gar nicht mehr hoch, ne? Weil ich die Sache abgerissen habe. Ja, das ist ärgerlich. Gut, weg, weg, weg. Zug, ich muss dich mal entführen. Nur weil ich gerade in der Nähe bin. So. Werden ja automatisch hergestellt. Das ist kein Problem. Kostet ja bloß Ressourcen, über die ich mich dann aufrege, dass ich keine habe. Da unten. Ganz schön lange Strecke, ist mir gar nicht so aufgefallen. Das trotz der zigtausend Beinchen, die ich installiert habe. So, du Zug. Du da. Fahr mal bitte nicht nach Kupfer, sondern nach Eisen 4. Oh. Nimm mich mit. Überfahr mich nicht und nimm mich mit. Wobei, ich glaube, inzwischen habe ich so viele Schilde, dass der Zug ruhig gegen mich gegenfahren könnte. Also ich weiß, in Vanilla hatte er mich fast getötet. Mit der M, also mit der Power Armor. Der besten, die es in Vanilla halt gab. Und du wirst schon langsamer. Und genau, bleib mal kurz hier stehen. Ich hätte nämlich ganz gerne... Die sollte ich echt automatisieren. Also, ne? Blueprinten. Ich weiß nicht, was er macht mit dem Zug in der Mitte. Wenn ich da so ein Blueprint hinklatsch. Gucken wir gleich mal. So, und hier machen wir einfach... Genau, wir machen jetzt ein Universal. Außenposten, Kisten, Ärmchen, Ding. Das heißt, du hättest ganz gern... Irgendwo wird irgendwas angegriffen. Du hättest gerne davon 1000 Stück. Du hättest gerne davon 1000 Stück. Du hättest gerne alle guten Dingensbummens. So. 5 Stück. 5 Stück. Kohle und was könnte noch sein? Die ganzen guten Sachen, ne? Ja, nehmen wir hier noch Tungsten ist recht häufig und Gold. So, Schiff rechts, Schiff links, einmal durch und davon machen wir einfach eine Blaupause. Die anderen Sachen müssen wir immer in der Basis anpassen. Also jetzt, wo die Substations stehen, wo die Mining Drills stehen, Mauern und so weiter.
Aber Kisten sehen immer genau so aus. Das heißt, das ist eine Blaupause, die ich nicht löschen darf. Na gut, er nimmt den Zug nicht dazwischen. Aber die Schiene ist okay. Nimm das mal mit. So, ihr braucht alle vier Türme schießen, ne? Okay. Warum merkt ihr trotzdem, dass ihr keinen Strom habt? Oh, weil ich die Leitung gekappt habe. Ja. Mach immer wieder so ein Spinnennetz. Da wird irgendwas zerstört. So. Das sieht skurril aus. Vor allem, weil es hier immer eine Schwachstelle ist. Aber gut. Den Drill. Ich sollte den Drill hinstellen, sonst kriege ich keine Ressourcen. Ja, hau erstmal dahin. Dann bitte Roboport. So, Speedmodule. Und schmeiß hier mal Zeug rein, das wir gerade nicht gebrauchen können. So. Schon besser. Ich brauche mehr und bessere Drills. Na, ich kann auch die. Hau einfach irgendwo hin. Da, da, da. Ich werde das eh alles hier micromanagen müssen später. Aber ich hoffe einfach, dass sie schnell genug sind. Dass ich das hier in ein paar Folgen abhaken kann. Achso, du brauchst auch noch. Da, da, da. So. Du bist gleich befüllt. Naja, gleich ist relativ. Wir haben echt Gold dabei. Wo wird Gold abgebaut? Da. Okay, mach einfach. Ist gleich voll. Ich stelle dich schon mal ein. Du. Run Train. Die kommen doch ganz schön bedrohlich nah ran. Wo sind die nächsten Basen? Oben. Mach mal einfach hier eine Mauer hin. Die sollte recht schnell abzureißen sein. Boah, geil, geil, geil. Und Laser Tomb Damage ist gleich. Ist jetzt fertig. Nächste Stufe. Werde ich mir bald nicht mehr leisten können. Mach mal bessere Fabriken. Werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Tin und. Boah, nee. Bessere Tanks. Bessere Speedblude. Komm, bessere Speedblude. So, wie viel haben wir da? 43, 86 überlappt sich, aber. Ja. Vertrau den Türmen, ist okay. Ich sollte jetzt nach Hause gehen und gucken, wie es mit dem Rohkupfer aussieht. Weil eigentlich wollte ich ja Kupfer 4 bauen und nicht Eisen 4. Aber da wir 140.000 oder so Rohkupfer hatten, sollte das eigentlich erstmal okay sein für eine Weile. Vor allem auch, dass wir jetzt gar keine Steam Engines mehr haben, ne? Die kann ich nämlich jetzt auch abreißen, weil wir haben wahrscheinlich gleich keine Fuel Blocks mehr. Ja, doch, 37.000. Ist okay. Arbeiten wir echt nicht mehr. Krass, krass, krass. Sollte ich aber zwischendurch auch wieder neue setzen, also Solar Panels und Dingsens. So, wie viel haben wir? 120.000 Kupfererz. 94.000 Eisenerz. Wir sind bei 126.000 Eisenplatten. Das ist top. Und 80.000 Kupferplatten. Ja, also ich denke, diesen kleinen Aussitzer da können wir uns jetzt leisten, dass wir keine Kupfermine haben. Oder keinen Kupferaußenposten. Dafür haben wir bald einen riesigen Eisenpuffer. Also Eisenerzpuffer. Bauen wir bitte davon nochmal 10, dass wir hier definitiv genug Platz haben. Auch für die kommenden Erze. Wie schaut sonst so aus? Grüne Chips 6.400. Rote Chips 1.700. Blaue Chips 356. Roboter sind recht viele, die nichts zu tun haben. Deswegen klaue ich mal ein paar hier raus. Mach die blau. So, langsamer, langsamer, langsamer. Schneller raus.
Bauroboter raus. Tipp, 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 tipp. So. Ja, schaut gut aus. So, Nacht kommt. Steam Engines werden jetzt anfangen zu arbeiten, werden anfangen, die Fuel Blocks zu verballern. Ist mir auch ganz recht, ehrlich gesagt. Das heißt, die noch vorhandenen Steam Engines können die ganzen Fuel Blocks verbrauchen, damit sie nicht mehr im System sind. Und sobald dann gar keine Fuel Blocks mehr drin sind, zerstöre ich oder baue ich komplett ab die letzten Steam-Anlagen. Hab dadurch ja wieder mehr Platz für noch mehr Solaranlagen. Bau Solaranlage. Nach unten können wir einmal weiter, ne? Ja, weiter, einmal nach unten. Tipp, tipp. Tipp, tipp. Und Lampen weg. Immer wieder Lampen weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Da, da. Da, da. Ja, mehr Strom, mehr Strom. Weg, weg. Und mehr Roboter. Okay. Blub, 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 blub. Blub. So, die werden schon nicht mehr gesetzt, also haben wir nicht mehr genug davon. Und nicht mehr sehr viele. Aufladen zwischendurch. Ja, aufladen ist so eine Sache.